Nichtsdestotrotz, ja, ihr seht, wie Rainer relativ angeschlagen wieder zurückkommt ins Lager. Er war jetzt knapp anderthalb Stunden weg. Wird auch langsam dunkel und er ist direkt in sein Zelt rein. Und so sitzt ihr da oder macht auch was immer ihr machen möchtet. Also ich versorge meine Wunden. Mhm. Frage, haben wir ein Feuer gemacht? Bis jetzt noch nicht. Dann halte ich es für eine sinnvolle Idee, ein Feuer zu machen. Warum? Um die Tiere fernzuhalten, wir sind vielleicht im Wald. Das hält Tiere fern, doch Banditen lockt es an. Leute auf haben wir doch auch welche von. Außerdem bin ich so nicht begabt im Feuer machen. Wie wäre es, wenn es der macht, der es vorgeschlagen hat? Kann ich machen, hoffe ich. Ich habe zumindest die Mittel dafür dabei. Ja, dann schaue ich mich mal nach ein paar Stöckchen erstmal rum, die man zu einem Feuerchen häufen kann. Noch ein paar Steinchen vielleicht, die man drum rumlegen kann, damit es sich nicht ausbreitet. Oh. Holz sollte ja genug hier zu finden sein. Häuf das Ganze an und benutze dann mein Feuersteinchen, um das Ganze anzumachen. Lieber Spielleiter, muss ich was würfeln dafür eigentlich? Nein, Feuer kriegst du an. Ihr könnt aber alle einmal den Gruppenbogen aufmachen. Um rechts drei Männchen mit dem I und dann auf Ordnung. Auf Ordnung. So, ich habe euch jetzt einfach mal draufgesetzt. 1, 2, 3, 4, 8, 50 Fuß, also ne, nach oben, unten, ihr habt 50 Fuß, so groß ist etwa euer Lagerplatz. Okay. Waldlichtung, das heißt, ich gehe mal davon aus, ihr werdet euer Feuer irgendwo in der Mitte gemacht haben, da so. Ihr habt wenig Bäume auf dieser Lichtung, aber halt relativ viele Bäume. Ja, auch sehr schön dargestellt. Ihr könnt euch da hinsetzen, wenn ihr möchtet. Wie wollen wir die Wachen aufteilen? Ich habe recht viel meiner Wunder verbraucht und brauche vielleicht etwas Ruhe. Aber ich könnte dennoch die erste Wache machen, um dann volle 8 Stunden zu schlafen. Oder? Ja. Ich kann Wache machen, wann auch immer ihr wollt. Ich richte mich nach euch. Am besten wäre natürlich die Wache machen, welche im Dunkeln zumindest etwas sehen können. Ja, also das wären Rainer und ich und Dex, I guess. Ja, nachdem entschieden wurde, dass Feuer gemacht wurde, habe ich mich schon verzogen. Ich schlaf schon. Okay. Nun, mir ist es auch möglich, im Dunkeln zu sehen. Setz dich mal dahin, wo du schläfst, Dex, auf dem Bogen. Ja, wie du magst. Wenn du sagst, du bist kaputt, dann ruh dich erstmal aus. Ansonsten mach du zuerst und dann gehe ich. Wohlan, dann würde ich die erste übernehmen. Ich denke, unser werter Gnom sah etwas lediert aus. Ich glaube, der braucht auch erstmal Ruhe. Ich tue dann vielleicht die letzte, die morgen ist. Dann wieder. Wenn langsam sich die Sonne wieder. Langsam sich das Licht. Ja, na dann, gutes Lächeln. Nun, dann übernehme ich die erste Wache. Gut, dann lege ich mich erstmal hin. Dann gehe ich jetzt mal einfach davon aus, hier ist mein Zeltchen. So.
Ja. Und ich würfel eine Wahrnehmung. Jawohl. Das ist die Perception nicht. Das ja. Eine 12. Und hast du eine wohlige, ruhige Nachtschicht. Sehr gut. Dann während meiner Pause, also während meiner Rast würde ich schreiben. Natürlich würde meine Notizen weiterführen. Und dann würde ich die Nummer 2, Kür, aufwecken. Los, wacht auf! Eure Wache ist nun dran. Das hatte ich nicht gehört. Ja, ja. Dann darfst auch du eine Wahrnehmung, also Perception, werfen. Du siehst alles. Auch du hast eine wohlig ruhige Nachtschicht vor dir. Das Feuer knistert. Man hört hier und da mal ein Uhu im Wald. Und ansonsten nichts spektakulär. Oce, man sieht übrigens deine, was du da auswürfelst. Ist das richtig? Ja. Okay. Und wenn wir gerade kannst du ja wissen, dass du eine wohlig ruhige Nacht hast. Wohlig und ruhig wird klein geschrieben und Nacht groß. Entschuldigung. Ihr lest das, lol. Ihr könnt lesen, was für Loser. Ich habe mal kurz pseudomäßig Germanistik studiert, also ich bitte dich. 3 Tage. War nicht in einer Vorlesung. Doch. Eine Woche lang. Nee, vielleicht 3 oder so. 3 Tage, sage ich doch. Drei Wochen. So, gut. Dann darf aber du doch unsere gute Severa wecken. Ich schüttel an ihr. Ich will leider Ausrüstung, leg meine Waffen neben mich, setz mich vor mein Zelt und dann darf ich wohl auch dasselbe machen wie die anderen. Einfach das Kissen aufs Gesicht drücken. Genau. Ist gleich vorbei. Wieder wach oder hat Pech? Auch du hast eine wohlig ruhige Nachtschicht vor dir. Ja, du siehst ab und zu auch mal ein bisschen Bewegung von kleinen Tieren, wie Eichhörnchen, die auf den Bäumen rumklettern. Kron hängt kopfüber vom Baum. Nichts Komisches also. Ich habe das Bedürfnis, ihm irgendwas an den Schnabel zu hängen, wenn der Kopf überhängt. Nein, das war Spaß. Das war ein Spaß, Ich hänge nicht Kopf über an der Decke. Ich bin keine Fledermaus, Mann. Mhm. Gleich wieder lang. Vorsichtshalber, schon mal Stealth gewürfelt. Also was dir auf jeden Fall auffällt bei deiner Wache, dass sich zwischen den Gebüschen ein relativ großer Schatten ab und zu mal bewegt. Severa. Ich bewege mich auf den Schatten zu. Versuche dabei natürlich auch so leise wie möglich zu sein. Wenn du leise sein möchtest, wirf eine Stealth. Ach, das kann nur schief gehen. Ja, das kann nur schief gehen. Ja, also, du merkst dann, wie der Schatten irgendwo verschwindet und der Schatten hört dich trampeln durch die Gebüsche ziehen. Hallo, ich bin leise. Hallo, hallo. Also, ihr seid ja auf einer Lichtung, da ist halt relativ wenig Laub, du erwischt aber jeden Ast, der da liegt. Nullchen, sag mal Piep. Ich muss gleich das in 13 hätten brauchen.
Nee, das... Ja, aber mit ihrer Erschwernis ist sie trägt ist halt immer noch 13. Sie trägt 13. halt aber immer noch dicke Sachen und schwere Sachen. Ach so, das wird nicht eingerechnet, okay. Huch, Entschuldigung. Ich hab das gehört! Ja, aber ansonsten. Ist da jemand leicht schreckhaft? Ansonsten. Nein, Spaß. Ich wollte sie wegklicken, ich hab sie aus den angeklickt. Ansonsten geht die Nacht vorüber. Dein Auto hier ist auch durch, Rainer. Auf wie viel? Mach die Rest automatisch, du verlierst, du kriegst einen Lebenspunkt automatisch dazu. Okay. Also pro Rast kriegst du per se erstmal immer einen Lebenspunkt dazu. Gut. Wo ich stehen die eigentlich? Die Lebenspunkte? Übersicht-Tab. Genau. Ganz unten. TP. Wie viel kriege ich durch meine Versorgung? Irgendwas? Durch deine Versorgung kriegst du einfach nur keine zusätzliche Heilung, okay. Sondern nur, dass sich halt deine Wunden überhaupt regenerieren können. Gut. Nicht versorgte Wunden heilen halt nicht. Ja, im Wald bricht der Tag an für euch. Gut, wenn jetzt der Tag langsam wieder anbricht, gehe ich rum und weg soweit alle. Also ja, alle anstupsen. Da stellt sich fest, dass das Rodexi schlafen halt leer ist. Ich sitze da auch schon beim Feuer. Wirst du das? Offensichtlich. Verdammte Elfen. Setzt euch ans Lagerfeuer, singt das Lagerfeuer. Für Alex einmal, du hast jetzt noch die Möglichkeit, also kannst du jetzt machen, deine Zauber neu einzustimmen, welche du halt mitnehmen möchtest über den Tag. Oh. All hail the cleric. Ich leider nicht. oder zum Glück, wie man es nennen will. Sagen. Ich habe gerne viele Möglichkeiten. Gut, ja. Ich habe so wenig dafür auseinandergesetzt. Ich lasse das so, wie es ist. Okay. Also, wenn sie soweit die Leute an dem Feuer, also wenn sich alle ans Feuer gesetzt haben, werde ich auf jeden Fall sagen, dass ich in meiner Wache irgendwie was durch die Gegend habe pushen sehen. Ich bleibe weiter mit dem Zelt, nur ganz kurz, um das klargestellt zu haben. Und dass ich halt Dex auch nicht an seinem Schlafplatz gefunden habe. Vielleicht ist er jagen, oder? Bist du in sein Zelt, eigentlich in sein Zelt reingegangen, um ihn zu wecken? In Rainers? Nö. Ja, dann hast du sie halt nur von draußen rufen und aufstehen. Ja, nur so beim Festival okay. Einmal kurz rüber stolpern. man kennt es, man kennt es. Ach, morgen, ja. Es ist morgen, die Leute gehen aufs Klo, ich muss auch mal. Die kotzen hier noch neben dem Zelt, habe ich verstanden. Also ist ja gut, wenn es wenigstens schon morgens ist. Viel schlimmer als Nacht. Okay, true. Ja. Muss halt definieren, was morgens ist. Beim Festival wird man meistens um 7 wach, weil es zu heiß wird. Oder um 8. Ups, das war ein Zelt. Oder weil auf dem Hurricane mal zufällig dein Zelt wegfliegt. Boah, ein Name-Programm, ja. Ja. Oder man denkt sich allgemein so, ich gehe mal auf Toilette und bleib so einem fucking Hering hängen. Du schlägst dich und nimmst 3 Zelte mit. Also das Hurricane hat sich tatsächlich für ihr Festival die beschissenste Jahreszeit überhaupt ausgesucht. Juni. Ja. Ich war im Baltik und hab einfach 13 Mann-Zelte mitgenommen. Phil, ich habe ja in Schießel gearbeitet. Mhm. Und es war 3 Wochen vorher gutes Wetter, 3 Wochen nachher, aber das Wochenende vom Hurricane hat geregnet. Ja, die haben sich ohne Schwitz die schlechteste Zeit überhaupt ausgesucht. Egal, aber weiter in-game. Ja. Also, ja, alle sitzt am Feuer, außer Rainer. Ja, Dex auch nicht, der ist ja, bald. Dex auch nicht. Und Quan scheint auch noch ein bisschen schüchtern zu sein. Ich sitze am Baum, ich bin alt, hallo. Achso, du bist nicht alt, du bist ein komischer Vogel. Ich bin 41 Jahre für einen dann bist Tengu ziemlich alt. Wollte ich gerade sagen, du bist ja schon mit 11 oder so erwachsen. Ja. 70 werde ich höchstens, also ich bin schon alt.
Ich bin 45. Komm hier so jung. Du bist ein Elf. Verdammt. Halb elf. Ja. Ich komm mir so jung vor. Wie alt bist du? 12. 18? Das ist ja ein richtig junger Hüpfer. Aber legal. Genau. Vor allem in der Zeit, in der wir spielen. Ja, da bist du schon alt. Hättest du eigentlich schon zwei Kinder haben müssen. Wer sagt, dass sie die nicht hat? Genau. Nein! Ja, was? Die wären noch ein bisschen zu jung. Ja, ihr wisst ja, wo alles liegt. Ich bin mal kurz auf Abenteuer. Vielleicht hat sie die verhökert für ein Bier und eine Flasche Wein. Ja, ich tue mich damit auf jeden Fall ein bisschen an mein Essen auch, während wir jetzt erstmal hier sind und auch Zeit haben, ein bisschen was zu essen. Und werde danach erstmal auch wieder mein Zelt abbauen. Und einpacken. Es gibt doch nichts Schöneres, als unter schönem Sternenhimmel zu schlafen. Hier mit euren Zelten. Ich hab gar kein... Na gut, du bist auch Natur. Ich wollte gerade sagen Bursche, aber das trifft jetzt nicht so zu. Ach, das ist nicht... Kann man sich immerhin machen. Man muss ja nicht gerade mitten im Gras schlafen. Oder mitten im Baum. Kulturbanauschen. Ja, Leute, wenn wir dann gleich mal weiter auf Erkundungstour gehen wollen, sollten wir vielleicht alle wecken. Wo ist Dex und wer weckt Rainer? Wie gesagt, Dex war nicht an seinem Schlafplatz, also keine Ahnung, wo der steckt. Wir könnten rufen, aber vielleicht ist er jagen, man weiß es nicht. Und Rainer, wir müssen einfach nur die Heringe seines Zeltes ziehen, der kommt schon raus. Wir tragen einfach das Zelt weg. Ich trag den doch nicht. Ja, das Zelt nicht ihn. Er liegt im Zelt. Jetzt ist die Frage, wie ist das Zelt beschaffen? Hat das unten einen Boden oder nicht? Ja. Kauf doch keinen Billigscheiß. Also ich würde mit dem Zelt drüber laufen. Du schläfst, halt was Schnauze. Was Paul uns gesagt hat. Ich will die Heringe vom Zelt ziehen. Ich helfe. Macht ihr das jetzt wirklich? Ja. Ja. Wir rennen erstmal weg. Aufstehen, Morgenschein! Ich bin wach, verpisst euch! Ja, die haben aber sehr gute Laune. Na, harte Nacht gehabt? Ah! Du bekommst keine Antwort. Ich nehme das als ja. Vielleicht brauche ich auch noch ein bisschen Schönheitsschlaf. Ne, ich glaube, den kickt er nicht mehr, nachdem das Zelt über ihm zusammenbricht. Ihr habt das ganze Zelt auseinandergebaut. By the way, Rainer, das tut halt echt weh, wenn so ein Gestänge auf dich drauf fällt. Muss ich Schaden würfeln? Nein, es tut weh. Nicht, wir spießen dich damit auf. Ich bin immer noch schwer verwundet. Ja, gerade deswegen tut's wirklich weh. Ja, also ihr hört wirklich jetzt den lauten Schrei, als das Zelt gerade zusammenbricht. Ah, ich glaube, es geht ihm gut. Ob das Dex gehört hat? OT, ja. Gut, und ich glaube, damit holen wir unseren Verlorenen auch noch mit dran. Ich glaub, also ich ja, also wenn ihr anfangt, ernsthaft das Lager abzubrechen, komm ich dann auch aus dem Wald und fange auch mal an, meine Sachen zu packen. Ja, also ich bastle jetzt auch meine Sachen dann auseinander. Den Aha. Rest. Da seid ihr ja. Wo wart ihr, Dex? Ich würde. Achso. Deute so einmal mit dem Finger rings ums Lager. Darf ich kurz fragen, hast du es mitgenommen? Ich schreibe gerade. Okay. Sieht ein bisschen angeschlagen aus, unser Gnom da.
Kann man irgendwas für euch tun? Ich würdige euch keines Blickes. Pack meine Sachen zusammen und setz mich hinten an den Baum. Rein, also Sombrero tief ins Gesicht gezogen. Die blauen Flecke zu verstecken. Das kommt davon, wenn man sein Zelt nicht richtig aufbaut. Tut man sich nur weh dabei. Alles klar, Dex. Nun, wollen wir die Feuerstelle abdecken und losziehen? Wir haben viel vor. Idee. Klingt doch nach einem Plan. Wir haben noch ein gutes Stück vor uns. Ja. Habt ihr dies, ja? Nun gut, so baut ihr euer Lager ab. Rainer, du packst auch jetzt zusammen, oder? Ja, hab ich ja gesagt. Ich pack zusammen, okay. Und setz mich, wenn ich fertig bin, an den Baum. Ich wollte nur mal auf Nummer sicher gehen. Was macht ihr mit den Überresten des Feuers? Ja, zudecken und das auf jeden Fall nicht mehr... Die Steine weglegen. Okay. Genau. Und dann einen Waldbrand auslösen. Erde drüber werfen. Okay, cool. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Mein Pferd ein bisschen Striegler, die da rumkramen. Mhm.